Mich wurmt es ja immer noch, dass ich in der letzten Folge diesen Außenposten nicht lautlos einnehmen konnte. Und wo ist eigentlich die Schlange? Stehe ich schon drauf? Nee, noch nicht. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei zufälligen Ereignissen bei Far Cry Primal. Ein Speerwerfer? Was macht denn er noch? Er hat Probleme. So, da hinten kommt noch einer an. Ich will Lölö gar nicht einsetzen, weil ich bekomme mit Kopfschüssen einfach mehr Erfahrungspunkte. Dann kümmerst du dich aber um den hinteren, jetzt um den vorderen. Achso, vorhalten muss er hier nicht. Jetzt hat das Spiel wieder komischerweise geholfen, weil der Schuss ging über ihn drüber. Naja, sei es drum. Und zwecks Heilung. Na, die haben wir noch nicht. Dann müssen wir Silas Hütte auf Stufe 2 verbessern. Naja. Ein Gesundheitsfeld einfach mal geopfert. Ein Wildschwein, die sterben sowieso nicht sofort. Was kommt da? Eine Miezekatze. Jetzt müssen wir noch darüber und dann sind wir schon fast bei den ganzen Tigris. Tja, Leute, du kommst nicht mit, ne? Wasserscheu. Weiterhin. Hängt da was auf dem Baum? Laut Karte hier steht einfach so eine Tasche mitten im Wald. Hm. Komm rüber gespawnt. Oh, wow, hier ist ein Säbelzahntiger. Da ist schon der erste. Okay. Sind die wasserscheu? Jupp. Meine Rettung. So, Tigri. Ich darf noch keinen Köder werfen. Das war kein Köder, das war Mist. Boah. Aber ich darf mich hier heilen und Lölö stirbt da drüben durch den Säbelzahntiger. Ich habe hier noch den Splitter ausgewählt. Tigri. Tigri. Halt. Ja, genau. Geh da hin. Oh. Tigri. Sei unser. Komm schon. Guckt uns gar nicht an. Er zeigt uns den kalten Hintern. Aber hey, wir haben einen Säbelzahntiger. Geil. Schaut ihn euch an, unser Tigri. Ah, diese blöde Einblendung. Streicheln. Boah. Wie der knurrt. Was für eine Riesennase auch er hat. Dieser Sound. Einfach herrlich. Was für ein Tier. Boah. Nein, wieder die falsche Taste. Ich wollte B drücken. Wir haben den Braunbär, Braunbär ist schon mal gestorben, leider. Höhlenbär haben wir noch nicht. Dachs auch noch nicht. Großer. Ach, ein Blutfang-Säbelzahntiger gibt's auch noch. Und der hat etwas mehr Stärke. Du musst die Bestienmeisterjagd Blutfang-Säbelzahn abschließen, um diese Bestie zu zähmen. Und der Schneeblutwolf, den gibt's auch noch. Aber in Sachen Stärke gibt es nichts Besseres. Schleichen? Naja, wer braucht jetzt noch was zum Schleichen? Wir haben unseren ersten Tigri. Dann komm mal mit. Jetzt sind wir eigentlich unschlagbar. Wildschwein ist Schiss, hä? Ein Haps und das Wildschwein ist weg. Ist das krass. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir gehen die nächste Mission hier oben an. Für Karush oder für Jaima? Ja, Karush wäre da oben. Dann gehe ich unten zur Jaima. Kommst du mit dir, Gre? Du kommst mit, oder? 1000 Schritte. Wer will denn sowas? Jetzt bin ich mal gespannt, was ein Säbelzahntiger gegen die Gepanzerten ausrichten kann, weil das ja eine brutale Kraft, die da wirkt. Auf beiden Seiten. Die Dicken, die sind stark gepanzert, können auch gut austeilen mit ihrer Keule. Aber so ein Säbelzahntiger, das ist einfach. Einfach nur spitze. Jetzt haben wir einen Säbelzahntiger an unserer Seite. Oh, was? Schon wieder ein Träger. Da sind Jacks. Brauchen wir jetzt nicht. Ah, das sind einige. Mum. Mum. Der Anführer ist nicht der Letzte. Er läuft an. Dritter Stelle, genau in der Mitte. Jo. Was ich machen könnte.
Oh, wenn ich jetzt den Kettentag drin hätte, könnte ich mich nach vorne arbeiten. Jetzt lässt er sich zurückfallen. Die bekommen es jetzt mit. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Die schauen noch, wo das herkommt. Noch haben sie es nicht geschnallt und ich treffe einfach nicht seinen Nüschel. Mann. Tigri, Angriff. Ich will zugucken. Ich will aber auch den Kopf treffen. So, ich will zugucken. Oh, ich habe nicht zugeguckt. Aber er ist noch bei der Arbeit. Ach, ist wieder so ein Gepanzerter. Ach so. Ach, da war er schon Geschichte. Wir sind einfach so ein gutes Team. Kommt, haut ab. Wir haben einen Tiger. Säbel, Zahn, Tiger. Halt, nein. Nicht durchsuchen. Wir haben schon durchsucht. Na, laut Karte beginnt jetzt hier Ödland, oder wie? Oh ja. Niedergebrannt, verrottet. Je nachdem. Das sieht dann nicht so schön aus. Wir brauchen wieder einiges an Holz, an Pfeilen. Und jetzt wieder an Holz. So. Hier gibt es auch noch Holz, nehme ich mit. Vielleicht brauchen wir es nur noch. Ja, hier sieht es jetzt nicht so schön aus. Leider. Rutschen. Hey. Und hier gibt es grüne und gelbe Blätter. Meins. Und meins. Und da gibt's Beute. Ah, wir müssen immer noch das Gegengift finden. Und diesmal will ich jetzt nicht durchrennen. Nö. Ich will... Für Yaima. Was? Ereignis Rettung? Dorfbewohner? Wo? Ach, da waren die das. Achso. Moment, wir gehen hier mal kurz am Rand entlang. Ist bloß einer, ne? Er ist zwei. Säbelzahntiger, schön ruhig sein. Na? Das sieht aus. Einfach nur brutal. Wenn ich jetzt unaufmerksam gewesen wäre, wäre noch hinter uns einer gewesen. Aber die hören den Säbelzahntiger auch gar nicht. Oh, sie dich werfen können. Stimmt ja. Tigri. Oh, jetzt dreht er sich um. Tigri! Genau richtig. Was schaust du, hä? Wir haben den Säbelzahntiger. Bin immer noch begeistert. Was für ein Tier. Und es gibt noch Blutfang-Säbelzahntiger, also nochmal eine Ecke stärker. Oh, das ist ein grüner. Halt. Takedown von oben. Na, halt normaler Takedown. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Boah, was du für eine riesen Schnauze hast. Oh, ein Mammut. Können wir jetzt mit einem Säbelzahntiger einen Mammut erlegen? Wir brauchen ja noch die Haut, ne? Ich würde es echt mal gerne jetzt ausprobieren. Tut mir leid, kleines Mammut. Oder größeres, aber... Was sein muss, muss sein. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das gut ausgeht. Seine Kollegen helfen ihm. Okay. Säbelzahntiger sofort im Eimer. Oh, ich muss es aber auch wissen. Du Scheiße, ist das viel groß. Tigri, wir retten dich bald. Oh. Welches ist mein Tier? Bist du das? Ach, ich habe schon wieder die große Keule in der Hand, weil ich sperre aus. Ach du Kacke, wir haben die Wut aller Mammuts auf uns gezogen. Die Bäume helfen uns. Scheint nicht meiner zu sein. Tigri, ich komme gleich wieder. Ich muss bloß eine Runde drehen. Ich rette dich jetzt. Genau jetzt, wenn es gut geht. Oh Gott, das rennt auf uns zu. Tigri, ja. Oh. Habe ich jetzt? Ja. Oh, aber zwei gegen Tigri, das wird nichts. Okay, ich habe mich etwas übernommen. Noch kämpft Tigri. Ich brauche meine Bäume zwischen uns. Also ohne Sperre komme ich gegen die schon mal gar nicht an. Oh, Kopfschuss und das Vieh hin. Jetzt muss ich es aber auch überleben. Baum, ich brauche einen Baum. Meine Baumtaktik, die zahlt sich noch aus. Glaube ich. So, Baum zwischen uns bringen und schnell heilen. Das Vieh hängt nämlich fest. Au. Oh. Jetzt habe ich leider nur noch einen Speer, aber wir haben noch Gegner. Oh, jetzt nicht sterben. Ich sterben. Danke. Noch lebt Tigri.
Letzter Schuss für ihn. Letzter Speer. Jetzt habe ich noch die große Keule, die will ich nicht. Das Mammut ist weg, oder? Jawohl, Tigri. Wir haben zwei Mammuts erledigt. Wir bekommen ja doppelte Häute, aber ich habe auch alle Speere vernichtet. Aber hey, ich habe zwei Mammuts bekommen. Alter, sind die groß. Hallo. Jemand zu Hause? Darf ich mal häuten? Ich kann ja nirgendwo ansetzen. Da, jetzt. 7-mal Fleisch, 2-mal Haut und 6-mal Tierhaut und ein Speer. Wo war das andere jetzt? Haut dürften wir jetzt genügend haben, aber... Mammut 1, die sind so groß, die müssten wir eigentlich sofort sehen. Es ist schon verschwunden, ne? Ich habe mir im Eifer des Gefechts aber auch nicht gemerkt, wo es lag. Also von der Haut sollten wir jetzt hinkommen, fürs Erste. Da war noch ein Speer. Ja, es liegt immer noch da, aber das Zweite nicht. Das ist ja scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, das war so eine heilige Angelegenheit. Naja. Nordschwarzstein. Nicht übel. Bist du voll? Nee, du bist nicht voll. Dann hier halt. Komm, füttern. Na, willst du etwa nicht? Tigri. Am Baum rubbeln oder wie? Oder ein Geschäft verrichten. Ich will mal kurz nachschauen. Können wir jetzt schon was herstellen? Wo ist die Markierung da? Mammuthaut, Jägergürtel, mehr Fallen, mehr Stachelbomben. Ich glaube, für die Hütte von Syla brauchen wir Mammuthaut. Deswegen will ich das noch zurückhalten. Dann machen wir das jetzt eben nicht. Und im Dorf? Ja, wir könnten ja genau. Ja, genau. 4-mal Mammuthaut für die Hütte Nummer 2. Der ultimative Booster und volle Gesundheit. Das ist ja cool. Hier haben wir 2 Punkte. Will ich aber auf den Ketten-Takedown sparen. Dann weiter für Jaima. Die Mission bestreiten. Wer ist denn da? Ein Höhlenlöwe. Oh, lieber ab. Genau. Warum er immer die ganz große Keule nimmt. Ich mag die nicht unbedingt. Weil die uns so schwer macht. Bei Dying Light habe ich die Zweihandwaffen auch nicht unbedingt. Oh, ein Elch. Brauchen wir noch so einen? Wir haben noch keinen erwischt. Von daher, los. Oh, mit den Hinterhufen. In den Hals ist aber auch nicht unbedingt besser. Meine. Nordzähler gibt es. Ja, wunderbar. Ist das eine Schlange? Nein. Was machst denn du da? Erwischt. Noch mehr Fleisch. Hirschhaut. Und Mammuts. Da kommt ein Höhlenlöwe an. Na? Dachte ich mir doch. So, die Mammuts lassen wir diesmal in Ruhe. Da sammle ich erstmal wieder etwas Hartholz für weitere Speere. Wobei, was brauchen wir denn alles? Feuerstein genug? Ja, Hartholz. Daran hat es gefehlt, weil 3 Stück gleich. Stapf, stapf, stapf. Stapf, stapf, stapf. ...350, hallo! Tigri! Ja, das ruft. Gib mir meinen Pfeil wieder. Doofnase. Da ist noch ein roter. Ist das ein wildes Tier? Jep, ein Lölö. Und Udam. Nicht. Aber er ist gestorben, das ist ja blöd. Ich war zu langsam. Darf ich dich plündern? Nein. Mann. Komm mit. Und lauf nicht weg. Die Hirsche wieder. Hallo. Mach dich weg, habe ich verstanden. Hier gibt es wieder zufällige Ereignisse. Das Rohfleischlager. Aha. Links von uns ist irgendwas Böses. Wölfe? Ah, ich muss schauen. Ich muss schauen. Nee, ist ein Udam. Nee. Das sind Udam doch. Ne, Isila. Die Blauen. Hallo. Müssten Isila sein. Hm. Das war ja ein Mädel. Hier. Hä? Da hinten.
Nächster. Tod von oben. 61 Erfahrungspunkte. Komisch. Was für eine krumme Zahl. Dass ein wildes Tier so schnell wie das rennt. Hier oben scheinen die Isila zu hausen. Haben wir schon bei der Höllenmission von ihnen gehört. Und auch sowieso schon ganz zu Beginn, als wir hier angefangen haben. Die werden wir bestimmt noch kennenlernen. Tja, hier war es, glaube ich, der Großelch. Stimmt, bei Yaimar, die hat irgendwas von dem Elch erzählt. Als sie uns den Apfel oder die Frucht zugeworfen hat. Oder als wir zuerst geworfen haben. Ziegen! So. Guckst du, hä? Der frisst nur nachts, sehr blöd. Warte auf den Einbruch. Um die Zeit zu beschleunigen, gehe pennen. Dann machen wir hierzu einfach mal das Feuer an. Frag mich gerade, wozu wir Hartholz brauchen. Eher Feuerstein, weil Holz ist schon da. Na, dann pennen wir einfach mal. Bis zur Abenddämmerung. Genau, das haben wir noch nie gemacht, hier gepennt. Was, akzeptieren geht bloß mit der Eingabetaste? Ist ja doof. So, schon wird geschlafen. Schaut auf jeden Fall cool aus. Und jetzt haben wir Nacht, aber wir haben auch einen Säbelzahntiger, also kann uns doch nichts passieren. Die Mission war da hinten. Hey, wir haben da aber einen Großelch gesehen, oder war das noch ein kleiner Elch? Naja, der Großelch. Folge den Leuchtkäfern, ach deswegen, um den Großelch für Yaimar zu erledigen. Diese Mission ist nur nachts verfügbar. Hallo, Gelbblatt. So, jetzt sollen wir nach Glühwürmchen schauen, da sind doch welche. Bei den Leuchtkäfern, und das ist hier hinten. Oh, wie das funkelt. Wir haben gerade gesehen, was mit dem Elch passiert, wenn ein Säbel... Pardon? Wir haben ja gerade gesehen, was mit dem Elch passiert, wenn Säbelzahntiger und Zerkar auf ihn trifft. Und ich halt erstmal, weil vielleicht... stirbt Tigria. Wer weiß, wie groß der große Elch ist. Leuchtkäfer, links sind wieder irgendwelche bösen Jungs. Folge dem Pfad der Leuchtkäfer. Hier ist Holz, Notzeder und Hartholz. Ah, die sind jetzt hier rot markiert. Die Leuchtkäfer, die sieht man so besser. Hier oben geht's weiter. Oh, so viele Tapire, die sehen so schnucklig aus. Hier geht's weiter. Geh mal weg, du blöde Schrift. Okay, von da kommt ein lautes Geräusch. Boah, da ist er. Seht ihr das da hinten? Ist der nochmal größer als die anderen? Er stinkt auf jeden Fall. Dann schneide ich ihm mal den Weg ab, nicht dass er hier rausrennt. Und Tigri, jetzt los. Speer benutze ich jetzt mal nicht. Oh, nein, du wolltest bei uns bleiben. Na, die blöden Udam sind ja auch noch da. Hau ab, du Doofans. Na, keine gute Idee im Nahkampf. Im Nahkampf mit dem Pfeil. Oh, die haben auch diese drei Speer, glaube ich. Weil die hatten wir. Die Speere mit dem ganz spitzen Widerhaken hatten wir eine Runde zuvor. Scheiße, wo ist denn der Elch jetzt hin? Töte und jage den Großelch. Tegri, du hast ihn auch verloren? Nein. Das ist ja doof. Jetzt haben wir ihn aufgescheucht, jetzt ist er über alle Berge. Jetzt müssen wir ihn wiederfinden. Ach Mann. Ja, ich hätte auch den Speer benutzen sollen. Das war mein Fehler dann. In dieser Hinsicht. Hallo Tapira, ich gehe einfach mal der nächsten Spur nach. Vielleicht lockt ihr die Leuchtkäfer an. Na? Hier ist ja noch ein Udam gewesen. Ich nehme meinen Speer zurück, weil die kosten doch einiges.
Tigri soll das nicht machen, weil ich bekomme mehr Erfahrungspunkte. Also da haben wir die Mission markiert. Moment, was war da hinten? Ach so, den Duft haben wir immer noch. Ja, einmal gerochen, schon verliert man nicht mehr, oder wie? Tigri, Angriff. Wie er rennt. Halt mal ruhig und still. Nicht verlieren, Tigri, ich schneide mal den Weg ab. Was? Das ist ein Udam, oder? Oh, jetzt Angriff. Jetzt können wir endlich mitwirken. Oh, der macht auch ordentlich Schaden mit seinem dicken Geweih, aber hey, das war's. Erst noch Udam kaputt machen, dann geht's weiter. Mist, das war kein Kopfschuss. Und Tigri hat's erwischt. Ich glaube, wir brauchen ein Upgrade. Blutfang, Säbelzahntiger. So, jetzt nicht hier vergessen. Die andere Keule bitte. Großelsch, Häuten. Hand abgeschlossen. Wir haben Leuchtkäfer gesehen. Glühwürmchen. 7,65, ein weiterer Punkt. Reicht das schon für den Ketten-Takedown? Wir haben 3. Ne, wir brauchen 4. Immer noch. Hier nochmal Fleisch. Wir bekommen eh genug. Ich nehme mal viel mehr mit, als dass ich davon was abgeben kann oder einsetzen kann. Ha. Wer kommt denn da an? Das ist ja nicht in Ordnung. Aber gut. Karte. Wir könnten jetzt uns mal an die beiden hier heranwagen. Erstmal großer Darwa-Bollwerk. Großes, oder? Da gibt es auf jeden Fall eine Schnellreise und ein Lager. Da ist wohl noch einer gefangen. Den kennen wir doch wohl von hier unten. Das ist er. Ja, genau. Dieses Gesicht ist unverkennbar. Das ist er. Dann, auf geht's, 1000 Schritte. Uiuiui. Aber wir haben noch keinen Schnellreisepunkt in der Nähe, deswegen müssen wir hinlaufen. Was macht denn hier so ein Lärm? Auch so ein Bär. Einen Bär haben wir schon. Boah, wie das wieder ausschaut. Der Mondschein hier durch die Wälder. Was von dem Wald noch übrig geblieben ist. Weil allzu viel ist es ja nicht mehr. Und Wölfe wieder. Ach, das ist ein Schnatz-Nordstein. Ja, die Wölfe waren hier oben auf dem Felsen. Oh, das war nicht im Kopf. Nein! Ich will meinen Speer wieder haben. Moment. Ah, Tigri ist mittlerweile hier hochgekommen. Ach was. Ich wollte die Pflanze pflücken. Die sind aber auch alle gleich, die Tiere. Ich habe sogar gepflückt. Die drängen sich immer dazwischen, um noch Futter abgreifen zu können. Aber hey, wer will es ihnen verdenken? Ist jetzt hier kalt? Ja. Mittlerweile haben wir aber auch die Winterkleidung. Da sind wieder die Wölfe. Lassen wir aber sein. Komm jetzt. Ehe mich noch ein Säbelzahntiger angreift. Oh. Oh. Die Sonne geht auf und das sieht ja gerade richtig schön aus. Durch den Schneestapf. Und Nutzeder mitnehmen, aber es war Hartholz. Da gibt es noch eine Deichehand. Oder eine Malerei. Sieht nach Hand aus. Ganz oben? Ja. Lapka Jägerlager. Und noch mehr Erfahrungspunkte. Ist das hier ein Dorf, oder wie? 11 von 100. Wunderbar. Da hinten ist wieder was, ein zufälliges Ereignis. Toll. Ich will mal kurz hier schauen. Ein Lager ohne Leute, oder wie? Dann fliegen wir mal kurz hier rüber, wenn wir noch dürfen. Dann markiere ich mir mal. Mhm. Was ist denn das für einer? Das ist ein Blitzmann, also Nahkampftyp. Er stirbt aber auch. Ich meine, es war ein ganz normaler.
Oh, es ist kälter geworden, weil wir jetzt ziemlich lange an der Stelle waren. Können wir uns hier am Feuer heilen? Was ist denn hier los? Ich höre doch Stimmen. Was bist du? Das kam doch aus der Hütte. Was ist denn hier? Hier gibt es auf jeden Fall noch was zum Einsammeln. Suchen. Pfeil anzünden will ich jetzt nicht. Hier drin haust auf jeden Fall eine Stimme. Aua! Ich wollte nicht anzünden. Kälteanzeige hat sich wieder erholt. Oh, und ich bin verdammt viel über der Zeit, sehe ich gerade. Eieieiei, komplett im Spiel verloren. Aber das passiert einfach bei Far Cry. Aber gut, dann mache ich schnell Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.